Hallo zusammen und willkommen zurück bei Gold Rush The Game. So, wie ihr rechts oben seht, ich musste leider cheaten. So leid es mir tut und das mache ich wirklich nicht gerne. Aber anders würden wir nicht vorbei weiterkommen. Es gibt immer noch einen Cheat, der aktiv ist, weil ich hatte versucht, vorher erst den Spielstand zurück zu patchen, wo man mehr Gold fördert. Das ging leider nicht. Man kann nicht zurückpatchen. Einige Spiele können das, hier nicht. Ja, es ist viel passiert heute. Es gab einen 5,2 Gigabyte Patch, also richtig heftig. Und ja, müssen wir mal schauen, was der alles bewirkt hier. Dieses Schild ist auf jeden Fall schon mal neu. Das ist sehr nett. Die Schatten, also die... Ich will euch jetzt nicht alles aufzählen, was das verändert hat. Aber... Wichtig ist, ein Cheat war noch aktiv, der Gold-Cheat. Leider kann man nicht die Summe sich nicht aussuchen. Oh, wir müssen wieder mit Shift laufen. Das haben sie wieder zurückgepatcht. Was auch noch ein Bug ist, ich habe vorhin erstmal ausprobiert, ob der Cheat sich aktivieren lässt. Gibt man eine Buchstabenkombination ein, die möchte ich euch jetzt nicht unbedingt verraten, aber die könnt ihr auch ganz leicht googeln, wie ihr mehr Gold kriegt. Und da ist mir aufgefallen, wenn wir ins Spiel reinkommen, da bin ich ja rein, habe den Cheat ausprobiert, ob es geht. Halt, hier müssen wir noch einmal so rum. Und dann hatte ich 3000 Geldeinheiten auf jeden Fall minus. Über 3000, da wurde wohl eine Rate abgebucht. Scheinbar werden bei jedem Start des Spiels die Raten abgebucht. Weil eben bin ich dann wieder rein und zack, seht ihr, 6700. Also am Ton haben sie scheinbar noch nichts verändert. Das Licht, habe ich sogar das Gefühl, sieht ein bisschen anders aus, aber kann auch... Nein, wir sehen es ja gleich. Mal gucken, ob sie an den Ladesachen was geändert haben, aber ich glaube nicht. Das ploppt hier immer noch sehr kurz auf. Ich habe auch jetzt keinen Frame-Counter mitlaufen. Ja, der Ton ist noch so. Auf jeden Fall, ich musste leider diesen Cheat verwenden, damit wir hier weiterkommen. Schade. Wir hätten das Geld ja bekommen. So wäre es ja nicht. Also hier ist die Ladesequenz noch. Da hat sich leider nichts geändert. Im Gegenteil, es ist spürbar sogar noch länger geworden. Auf jeden Fall, wir sind jetzt auf dem Weg zum Schmied. Bringen da jetzt erstmal das Gold zum Schmelzen. Oh, dieser Ton. Leute, das kann doch nicht so schwer sein, das zu fixen. Vögel zwitschern doch auch ganz normal. Ja, auf jeden Fall ein 5,2 Gigabyte Patch ist richtig heftig. Aber es wurde auch mal wieder Zeit für einen neuen Patch, ne? Angekündigt waren ja alle 2 bis 3 Tage ein Patch. Das haben sie ja nicht eingehalten. Ich glaube, es ist jetzt 6 Tage her. Den letzten Dienstag gab es, glaube ich, einen Patch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So. Aber dass man jetzt wieder mit Shift laufen muss, das ist nervig. Das hatten sie eigentlich dauerhaft laufen aktiviert gehabt. So. Gold schmelzen. Ernsthaft. Problem mit der Bezahlung. Jetzt muss ich tatsächlich das Erz verkaufen. Naja, wir merken eh genug. Das ist auch krass. Wir haben 100 Unzen. Bei einem Preis von 1189 pro Unze macht das 95.000. Ernsthaft? Steht hier irgendwo eine Info? Nur beim Schmelzpreis.
Das ist der Marktpreis. Die zahlen dann nicht Marktpreis oder was? Leute, Leute, Leute. Ist genauso wie gesagt, wie lästig wie das bei der Bank ist. Ne? Gut, dann brauchen wir wenigstens nicht zur Bank. Dann fahren wir jetzt erstmal zu dem Laden, um den Bedarf zu holen, was uns noch fehlt. Diese Matten. Ich hoffe, euch stört nicht, dass es dunkel ist. Wir schlafen dann gleich erst bei unserem Camp, damit wir mit frischem Elan loslegen können. Anhalten, Handbremse aussteigen. So, ich habe es mir doch noch aufgeschrieben, was wir brauchen. 6 Matten und 3 Gitter. Das sind diese Gitter, wahrscheinlich Miners Gitter. Okay. Die wollen wir haben. 3 Stück brauchen wir davon. Wow. Und diese Matten gab's. Wo gab's die denn? Hier, ne? Genau. Die müssten das sein. Große Matten für Waschanlagensysteme. Müssen wir jetzt zweimal rein. Also gleich noch 2 holen. Erst bezahlen gehen. So, kaufen. Verladen. Wir brauchen ja auch noch Ketten. Oh, die sind doch größer, wenn man das so hier sieht. Warum kann ich mich jetzt nicht mehr bewegen? Ich habe mich doch nicht hier festgebackt. Das ist die Taschenlampe. Ja, das ist klar. Das will ich jetzt aber nicht hin. Oh, ne. Wartet mal. Muss mal was ausprobieren hier. So, da bin ich wieder. Neustart hatte auch nichts gebracht. Ich musste noch mal quasi komplett von vorne anfangen, weil er war festgebackt. Man konnte einfach nichts machen und ich habe deswegen gleich einen Anhänger gekauft. Da passen die Gitter perfekt rein. Eins kann ich ja noch verladen. So, zack rein. 6 Matten habe ich auch gekauft. Und das mit den Gittern. Der Jopa erwähnte das auch, dass er das Problem hatte, dass beim Aufstellen der Anlage, dass er beim Setzen der Gitter festgebackt war auf der Rinne. Deswegen, wenn wir die Anlage dann aufgebaut haben, also teilweise aufgebaut haben, werde ich auch nochmal sicherheitshalber abspeichern, aber mal gucken, ob wir da bis dahin heute überhaupt kommen. Ich habe auch reichlich Seile eingekauft, die kurzen 4 Meter Stahlseile. Die sollten hoffentlich ausreichend sein. Ich weiß nur noch nicht, wie wir den Rüttler da machen, weil einige hatten auch geschrieben, oder einer hatte geschrieben, dass man zuerst die Rinne platzieren sollte, damit man es leichter hat. Das sehen wir ja dann. So. Zack, rein da. So. Ist da jetzt ein Seil rausgefallen? Nochmal gucken. Und nein, ich springe nicht über die Kupplung und will hier irgendwo festbacken. Das ist dann wieder so ein Tag, wo man meint, ja. Durch den Patch sind mehr Bugs dazu gekommen, als behoben wurden. Also festgesteckt hatte ich bisher noch nicht. Also ich konnte mich bisher immer wieder selbst befreien. Und wir müssen jetzt noch Flux hier ein Teil kaufen und liefern lassen. Und dann sollten wir alles beisammen haben.
Da gehen wir eben schnell selbst hin. Guck, die sind sogar beleuchtet. So, da ist die Trommel. Da brauchen wir eine hinzufügen. Eben abcachen. Und liefern lassen. Bestellen. Ja, müssen wir. Und Trommel liefern lassen. Transportkosten 1000. Fertig. 66.000 über. Und jetzt zurück zum Claim. Ja. Jetzt müsst ihr wieder die Ladezeiten haben. Ah, ne. Jetzt dürft ihr das ja noch haben. Ja, ich weiß auch nicht. Ich spiele ja momentan den LS17. Und da ist die Landschaft grafisch wesentlich ansprechender, meine Meinung. Gibt zwar auch Nachladezeiten, gerade wenn man die ersten Minuten auf der Karte spielt, aber dass hier sowas aufglitscht, euch solchen extremen Nachlader bei so einer kleinen Map. No way. No way. Da hätten sie lieber Red Dot Gaming, die Produzenten oder Entwickler, sage ich mal, von K-Mechanik ranlassen sollen. Also die kriegen das bestimmt besser hin. Vor allem haben die Erfahrung zumindest mit der Fahrphysik von Autos. So, wo stellen wir denn mal den Anhänger am blödsten ab? Ich glaube, wir haben ein bisschen weiter weg von den Rinnen, die wollen wir als erstes transportieren. Hier scheint ein guter Platz zu sein für den Anhänger. Dich sollten wir auch umparken, weil du hast ja die ganzen Seile hinten drin. Das heißt, wir parken dich hier hinten, dann machen wir Bubu, damit es hell wird. Erstmal hier hinten abstellen, glaube ich, oder? Auto aus, Bubu machen. Was ein Chaos hier. Überall steht was rum. Achso, im Zelt brauchen wir nicht. Doch, wir können wieder die Leute einstellen. Jetzt haben wir nur einen neuen. Wollte gerade sagen, einer neu. So, sind unsere alten noch da? Natürlich nicht. Hier war 58 das Beste, 61. Ja, dann stellen wir auch erstmal nur einen ein, den 61. Special McKeever. Anstellen. Und du gehst hierhin. Zuweisen, abbrechen, abschalten. Ein bisschen Geld reinkommt. Und wir machen eben Hire. Bis zur Dämmerung. Und dann legen wir jetzt los. Als erstes müssen wir unseren Bagger wegfahren. Und dann mal gucken, welches Teil denn zuerst platziert werden muss.
Das ist eine gute Frage. Puh. Da reichen die kurzen Seile gar nicht, oder? Was sagt... Oh, hier hinten sind Klappen dran. Was sagt denn unser Notizbuch über Tier 3 nochmal aus? Nicht, wie es aufgebaut wird. Nö. Ist das Teil neu? Irgendwas ist neu dazugekommen. Das ist sogar noch Englisch. Okay, das scheint neu zugekommen zu sein. Wie gesagt, ich habe die Patch Notes vorhin nur ein bisschen überflogen. Wir probieren es einfach aus, Leute. Fangen wir mit diesem kleinen Teil an. Am besten nehmen wir das. Wir können ja auch in der Mitte anfangen, ne? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ich habe 8 Stück gekauft. Guck, er bewegt schon mit der Hand. Mensch, kann auch gar nicht so schwer sein. Und 4 von denen müssten wir ja noch haben. Ach, das haben wir falsch gesetzt. So. War schon die richtige Kamerastelle. Nee, noch nicht. Doch. Warum konnte ich die denn nicht bewegen? Doch jetzt. Das machen wir zu. Jetzt müssten wir doch direkt drüber sein, oder? Aber ich fürchte, die sind zu kurz. Nee, geht. Das geht. Und die dürften auch halten. Wie gesagt, die Rinne ist ja nicht so schwer. Hochheben möchte ich die natürlich trotzdem nicht. Na. Ja, nice. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das auch so schön leuchtet. Vorsichtig. Steht hier irgendwas im Weg? Nein, alles frei hier. Alter, mit Gefühl. Ach so, wir sind falsch rum. Ich habe mich schon gewundert, warum die Steuerung verkehrt herum ist. Oh, gefühlvoll. Oh, ganz sachte. Ganz sachte. So. Gucken, ob irgendwo was aufleuchtet. Ja. Gucken, wie wir das platzieren können.
Ich hoffe ja nicht, dass wir das Millimeter genau da einpassen müssen. E? Ne, E ist ja aussteigen. Out. Ja, in welche Richtung ist out? Dann müssen wir das andersrum drehen. Das ist natürlich nicht angezeigt. Muss das vielleicht andersrum? Ah, nicht. Müssen wir das noch so probieren? Oh, 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 oh. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir Weihnachten die Maschine im Betrieb. Aber jetzt sollte es ja hoffentlich schnell gehen. Wenn man erstmal einen Anfang hat. Geldnöte haben wir jetzt auch erstmal nicht. Ah. Nice. Nice. Okay, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, morgen kriegen wir es schneller geregelt hier. Haben es ja jetzt. Also ich habe es ja jetzt halbwegs im Griff. Die Anlage müssen wir wahrscheinlich noch einmal umdrehen. Da versuche ich mal eventuell mit dem Raupenschlepper das Offscreen zu drehen. Sollte ja vielleicht klappen. Und dann würde ich sagen, euch viel Spaß beim Gruseln heute, Halloween, ne? Und so. Und dann bis demnächst. Macht es gut. Ciao, ciao.